239 Sekunden reichten aus, um aus einer kleinen Nachwuchshoffnung quasi über Nacht einen Weltstar zu machen. Sie machte ihren eigenen Sound und war in 21 Ländern weltweit ganz weit oben mit diesen 239 Sekunden in den Charts. Und 239 Sekunden schenkt sie uns auch heute nochmal mit einem Kult-Song. Sandra mit der 80er Maria Magdalena.